Gut, das ist klar. Puh, Leute, hier wird langsam. Ich weiß nicht, wir haben die Heizung hier abgedreht. Am Anfang der Woche war es frisch, weil die Heizung war einfach nicht eingeschaltet, aber jetzt ist es okay. So. So. Die zweite Frage ist, kommt zu unserem Thema. Ja? Was ist radioaktive Strahlung? Was ist radioaktive Strahlung? Oder wieso redet man über Radioaktivität? Was ist das? Was ist das? Was ist dieses Phänomen? Ja? Du kannst auch mal googeln. Also darüber gibt es so viel Sachen. Ja? So. In YouTube kannst du eine Menge Lager so anschauen. Einfach nur so radioaktive Strahlung oder Radioaktivität. Wenn du so anschauen musst. Ich kann leider die hier nicht demonstrieren. In der Schule, hier bei uns, gibt es eigentlich diesbezüglich nichts. Vielleicht ist es gut so. So. Aber die Sache ist eigentlich nicht kompliziert. Stell mal vor, das mal vor. Es gibt ein Element. Ein festes Element. Ja? So, kannst du hier. Das Periodensystem, irgendwie, was ein größeres Element mal aussucht. Ja? Hat ein Atomkern, hier sitzen die Protonen und Neutronen, hat ein Elektron hier. Und plötzlich kommt dieses Element auf diese Idee, naja, was schön und gut, es war ein schönes Leben, aber jetzt will ich mich verändern. Was? Menschen machen das. Ja, sie verändern sich, beruflich oder privat oder so. Wieso könnten das Element nicht machen? Ja, und tun sie das. Und passiert das. Und es entsteht ein anderes Element. Ja? Eine Umwandlung passiert, oder nennt man das Zerfall. So. Zerfall, in dem Wort schon drin, Zerfall heißt es denn, dass dieses Element sollte mindestens in zwei Teile fallen. So. Es war groß, es gibt eine andere große, ist ein bisschen kleiner, aber es ist immer noch groß. Und dann, das ist ein anderes Element. Ja, das ist ein anderes Element. Ja, das heißt es denn, dass höchstwahrscheinlich musste die Photonenzahl sich ändern. Ja, weil sonst wäre nicht ein anderes Element. Ja, also hat sich die Photonenzahl sich geändert. Und noch zusätzlich gibt es noch irgendetwas. Ja? Diese noch etwas anderes. So ein Teilchen, ein größeres Teilchen, ein kleineres Teilchen. Und ja, und so komische, interessante, so schlangenförmige irgendetwas. Ja? So. Und das ist das, meine Lieben, womit wir uns auseinandersetzen. Das, was hier noch zusätzlich bei diesem Zerfall praktisch von diesem großen Element so irgendwie ausgestoßen wird oder abgefallen ist oder verlässt dieses Element, das nennen wir radioaktive Strahlung. Ja? Das ist die radioaktive Strahlung. Diese kleinen Dinge, die da aus diesem Zerfall rausdüsen, das ist die radioaktive Strahlung. Okay? Und dann wollen wir uns mal auseinandersetzen. Und man fangen mit einer kleinen Übung, ja? Eine kleine Aufgabe. So. Aufgabe.
du suchst ein bisschen so herum, suche, researchen, sagt man das, eine erste Sache. Der Brief. Ja? Schreibst du so. Ja. Mit welchem Gerät? Mit welchem Gerät? Wie heißt dieses Gerät, womit man solche radioaktive Strahlung wahrnehmen, messen? Nennen wir das. Messen. Messen kann. Ja? Wie heißt dieses Gerät? Vielleicht findest du auch noch, wer hat dieses Gerät erfunden? Ja, das war auch schon eine geniale Ingenieur- oder physikalisch-technische Erfindung. Das ist die erste Aufgabe. Ja, wie heißt dieses Gerät, womit du radioaktive Strahlung messen oder entdecken kannst? Ja? Die zweite Sache ist, radioaktive Strahlung in der Natur. So, wir können diese Frage stellen, gibt es radioaktive Strahlung einfach nur so? Du gehst in den Wald, ja, nimmst du dieses Gerät mit, ja, und dann schaust du herum. Ja. Kann es passieren, dass plötzlich irgendwo dein Gerät sagt, oh, dort, radioaktive Strahlung. Ja. Vielleicht gibt es ein Signal, fängt an zu piepsen. Ja. Oder gibt es eine Festnächen, kommen nur so Zahlen. Ja. Wie groß ist die radioaktive Strahlung? Okay, mein Liebchen? So, das war's. Also, in einer solchen Umwandlung so, von Elementen kann irgendetwas entstehen. Ja? Das nennen wir radioaktive Strahlung. Wir können das mit einem bestimmten Gerät erfassen. Ja? Und jetzt stellt sich die Frage, ist es irgendetwas Theoretisches, ist es irgendwas Künstliches, was nur in einem Labor passieren kann oder bei solchen Böse, ja okay, wir reden doch nicht sagen, es gibt ja nicht nur Böse, also Atomkraftwerke oder sowas, ja. Oder muss der Mensch das machen, ja, oder ist es einfach ganz normal, es existiert in der Natur, ja, okay, gut, das war's, mein Liebchen, ja, das ist für heute, schon die Sachen, na, und wir treffen uns am Donnerstag oder Freitag mit dem zweiten Video dieser Woche. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und dann schöne Tage für diese Woche.